Hallo Kerstin, schön, dass du heute hier bist. Kerstin Kastrischer ist aus der Krankenhaushygiene unseres Klinikums. Hallo. Hallo, vielen Dank, dass ich ein bisschen berichten darf über meine letzten 2,5 Jahre. Kerstin hat nämlich vor kurzem ihre Fachweiterbildung als Hygienefachkraft erfolgreich abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Und jetzt sag doch mal, warum hast du dich damals eigentlich für diese Weiterbildung entschieden? Ja, bevor ich die Weiterbildung angefangen habe, das war 1.2.2020, war ich in der Notaufnahme tätig, 22 Jahre. Und einerseits, ich war dort schon als Hygienebeauftragte der Abteilung tätig, unter anderem. Und einerseits habe ich gedacht, ich möchte mich gerne nochmal verändern. Und ja, andererseits hatte ich Interesse an Mikroorganismen, Bakterien und Viren und so weiter und konnte mich damit so identifizieren und habe mich im Grunde genommen auf diese Stellenanzeige hin beworben. Und wie ging das dann weiter? Ich habe dann am 1.2. die Fachweiterbildung begonnen und zwar erstmal nur mit Schule. Ich habe dann noch 2 Monate in der Notaufnahme gearbeitet, weil erstmal Ersatz für mich gefunden werden musste. Und diese Fachweiterbildung, die gliedert sich in einem Grundmodul und 3 Fachmodulen. Und das Grundmodul und das eine Fachmodul, das lief parallel. Insofern hatte ich das erste halbe Jahr 2 Wochen im Monat Schule. Ab 1.4. konnte ich dann in die Hygieneabteilung wechseln. Und da wurde das dann für mich auch ein bisschen entspannter, weil ich dann auch während meiner Arbeitszeit halt viel lernen konnte. Meine Mentorin Andrea Alsgut hat mir den Rücken freigehalten, sodass ich meine Facharbeiten während der Arbeitszeit schreiben konnte und auch die Praktikumsberichte. Natürlich muss man auch von der Freizeit was investieren, das ist ganz klar, aber großteils konnte ich das hier auf der Arbeit verrichten. Hier hatte ich natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, was den PC angeht und was irgendwelche Lektüre angeht, die man dann dazu nochmal lesen muss. Also es war jetzt nicht, dass du während der Fachweiterbildung überhaupt kein Privatleben mehr haben konntest vor lauter Schule, sondern das war es nicht. Ne? Ja. Die Wochen in Bremen, klar, ist immer Fahrerei, aber letztendlich, das war schon ganz, war in Ordnung. Ein bisschen investieren muss man immer, wenn man das aufmachen möchte, das ist ja klar. Und hat sich das Investieren gelohnt? Ja, absolut. Ich habe jetzt im April Prüfung gehabt, die habe ich gut bestanden. Und bin im Grunde genommen seitdem fertige Hygienefachkraft hier in dem Team der Hygiene. Wir sind zurzeit 3 Hygienefachkräfte plus unsere Chefin, die Hygienikerin und Mikrobiologin ist. Und wir sind ein gutes Team und die Arbeit, muss ich sagen, macht mir Spaß. Jetzt weiß ich gar nicht, was so man als Krankenhaushygienikerin so oder Hygienefachkraft so macht. Man hat immer so das Bild im Auge, das sind die, die auf die Stationen kommen und schimpfen und mit dem Zeigefinger drohen. Und ist das wirklich so? Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Stationen das denken. Aber nein, das ist nicht so. Also letztendlich ist es ja so, die Hygiene oder die Arbeit einer Hygienefachkraft, die ist einfach ganz vielseitig und ganz abwechslungsreich. Das fängt an mit irgendwelchen mikrobiologischen Beprobungen, Umgebungsuntersuchungen, Compliance-Messungen und Schulungen, Hygienevisiten. Also es ist wirklich sehr, sehr umfangreich, sehr abwechslungsreich und im Grunde genommen, nein, wir sind ja die, die die Station unterstützen möchten bei ihrer Arbeit, die einfach mal so ein bisschen wieder, ja, wie sagt man, erinnern, beziehungsweise, ja erinnern. Ne? An das, was man eigentlich weiß und was genau. Im Alltag manchmal ein bisschen untergeht. Und oft ist es halt auch so, dass die Hygiene dann schon ja, so ein bisschen ja, denen was mitgeben kann, auch bei den Schulungen oder wenn es mal um neue Anschaffungen geht, ne, was wichtig wäre, ob es um Händedesinfektionsmittelspender geht oder andere Dinge. Mhm. Also ich würde uns jetzt nicht als die mit dem erhobenen Zeigefinger sehen. Ich hoffe nicht, dass der Rest des Hauses das macht. Vielleicht schreibt ihr uns das in den Kommentaren dann, wie ihr so die Hygiene erlebt. Ja, das wäre nett. Und du sagst, die Arbeit ist sehr abwechslungsreich und sehr vielfältig. Was würdest du denn einem Kollegen oder einer Kollegin noch mitgeben, die sich für die Arbeit in der Hygiene interessieren? Ja, also
wie gesagt, es ist abwechslungsreich. Man lernt das Haus kennen, vom Keller bis zur Dachspitze. Man tritt in Aktion oder in Interaktion mit jedem Kollegen im Haus, so grob gesehen. Wir sind ja jetzt 3 Hygienefachkräfte. Wir haben uns die Abteilung des Hauses geteilt, sodass jeder seinen Fachbereich hat. Und dementsprechend ist man natürlich für diesen Fachbereich auch, sagen wir mal, eingelesen und gut informiert. Was würde ich denn denen mitgeben? Was ich festgestellt habe während der Fachweiterbildung, durch die Praktika, die man in verschiedenen Abteilungen absolvieren muss, dass man die Arbeit von den Kollegen in anderen Fachbereichen viel mehr zu schätzen weiß, als wenn man da immer nur dran vorbeigeht an der Abteilung. Besonders aufgefallen ist mir das im Steri. Steri ist immer so die Abteilung am Rande, aber letztendlich ist das, was die da an Arbeit leisten, und das ist einfach ganz wichtig für, das ist die Vorlage im Grunde genommen, wenn die Instrumente aufbereitet werden, desinfiziert und sterilisiert werden. Das ist eine ganz wichtige Arbeit. Das war mir vorher, also es war mir schon klar, aber eben nicht so klar. Also da muss ich sagen, da hatte ich echt höchsten Respekt vor den Mitarbeitern in dieser Abteilung. Ja, man kriegt also nochmal ganz, ganz andere Einblicke, genau, so ganz praktische. Genau, das, was man so vorher gar nicht so mitkriegt, ja, ganz klar, man weiß, was sie da machen, aber wenn man da arbeitet, ist es nochmal wirklich eine ganz andere Sache. So wie du davon erzählst, klingt das so, als ob du gerade genau am richtigen Platz für dich bist. Ja, das Gefühl habe ich für mich auch. Ich fühle mich sehr wohl. Und wie gesagt, wenn man da Interesse hat, dann sollte man sich nicht scheuen, diesen Weg zu gehen. Also ich habe das auch geschafft, schaffen die anderen das auch. Man muss was tun natürlich, man muss auch viel lernen, aber wenn man da Lust zu hat, dann dürfte das kein Problem sein. Na wunderbar. Dann sind wir mal gespannt, ob sich vielleicht der eine oder andere anregen lässt. Danke, dass du so viel erzählt hast. Danke für deine Zeit. Ja, vielen Dank, und auch vielen Dank nochmal, dass ich kommen durfte.